Okay, es geht weiter in der Terrorhöhle. Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich nicht diese komische Beamformel bekomme. Also den Zauber. Minotaurus. Okay, Feuer einfach mal. Es war gut, dass ich diese. Es war gut, dass ich die Silberarmreife gekauft habe. Aber wieso? Wer bist du denn? Hilgigas. Okay. Auf den soll ich ja besonders aufpassen, meinten die. Angriff und du machst mal Feuer. Ich will mal auch sehen, wie das aussieht. Männerschaden. Ja, jetzt sieht auch. Irgendwie sieht Luzi aus, ob er gerade sich an einem Bart kratzen würde. Übertreibt doch mit der Animation. Ich fasse es nicht. Das kann nicht sein, dass ich jetzt bei jedem Schritt einen Bossfight machen muss. Also, ach, nur mein Kampf. Die Hill-Gigas hasse ich jetzt schon. Also, meine lieben Zuschauer, zählt mal für mich mal die Zufallskämpfe. Ich will mal wissen, wie viele Kämpfe ich diesen Part rausgeschnitten habe. Zu viele Kämpfe, Leute. Verdammte Scheiße. Die wollen mich doch verarschen mit den Kämpfen hier. Okay. Guckt euch die Levels an, also kein Kommentar zu denen. Oh, verdammt, Mann, verdammt. Ich wollte gar nicht eigentlich so viel leveln, aber anscheinend haben sie. Die haben mir keine Wahl gelassen, Leute. Die wollten es halt. Schnell hier rein. Erdelementar, okay. Wie viel Schaden der macht, der Wichser. Oh. Potion gefunden. 88 geht. Ich sage, ich habe schon locker 20 Kämpfe gemacht. Zum Glück habe ich gelevelt. Okay. Okay. Mein Mic ist vergiftet. Deswegen werde ich jetzt auch mal Antidot benutzen. Und Heilung auf alle. Mann, speichern wir mal. Ich werde ja locker über 30 sein oder so. Also mit Leveln. Bevor ich rauskomme, hoffe ich jetzt mal. Okay, da geht's weiter. Aber diese Ecke, die westliche Ecke will mich. Leckt Eier, ihr Monster. Ich glaube, dieses Elementarmonster, da kommt jedes Mal, wenn ich in so einem Raum bin. Mal schnell raus. Dieses Video besteht nur aus Kämpfen. Okay, nein, nie wieder dahin. Leute, ich bin Level 28 mit Mike und Bernd. Wieso sind immer diese komischen, verfickten Fledermäuse da? Luzi ist Level 28. Geh aus dem Weg, du verfickte. Och, Mann. Wenn ich zum Boss gehe, werde ich noch heilen gehen. Und wie viele Kämpfe waren es bisher, Leute? Korallschwert. Zelt gefunden. Ein Korallschwert. Sehen wir uns das mal an. FD gegen Marinegegner. Okay, großes, lang. Nein. Lass den Drachentöter. Okay, jetzt kann ich keinen Blitzrahmen einsetzen. Wo zum Geier soll ich hin? Nicht, wo ich. Wo zum Geier soll ich hin, verdammt? Und noch so viel Zufallskämpfe, übertreibt doch mal. Habe ich nicht irgendwie Heilra gekauft?
Ach, hier ist das. Okay, das ist gut. Oh. Alle auf Level 28. Ach, der Boss tut mir jetzt schon leid. Ey, wo zum Geier soll ich hin? Na, da war ich schon. Da muss ich nach unten. Okay, dann hier runter. Danke, dass ihr einen Schlafsack gefunden habt. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich war da, oder? Da waren wieder diese Pisco-Dämonen. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Zu viel Zufallskämpfe. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 54.000. Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso müssen immer Leute vergiftet werden? Das regt mich jetzt schon auf. Und so. Okay, da gehe ich noch den anderen Weg. Ich habe meinen Priesterstab bekommen von einem Todesabt. Ja, ist klar. Ich muss mich mal kurz heilen. Wo sind meine Potions? Wo sind meine Potions, die ich gekauft habe, mal? Oder bin ich gerade... Achso, da sind die. So und so und so. Und so. Wir sind jetzt schon bei 18 Minuten. Okay, jetzt noch kurz den anderen Weg, bevor ich nach unten gehe. Ach, Mann. Okay, die Gegnersorte haben wir noch nicht gesehen. Alp. Ich wollte gerade das rausschneiden. Ja, beeil dich. Alp kennen wir noch nicht. So und so. Ach, Mann, wir sind... Ach, gleich bei 19 Minuten. Aber ihr werdet davon... Warte, wie viele Minuten werdet ihr davon sehen? 13? Okay, wenigstens eine neue Gegnersorte. Okay, die haben wir schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Magie. Antidot. Ja, so. Sei froh, dass ich dich heile, Mike. Oh, leck mich doch, da gibt's gar nichts. Level 29, Leute. Dass ich diesen Weg gegangen bin. Für eine Goldnadel. Okay, wir sehen uns im nächsten Part, weil der Part ist sowieso schon lang und da sowieso viel schneiden muss. Und dann, ja, wir sehen uns dann den Weg, wo man nach unten gehen kann. Also, bis gleich. Okay, das Video geht trotzdem weiter, also nach den 20 Minuten oder 21 Minuten. Das wird sowieso kürzer sein. Ich habe herausgefunden, dass da unten gleich der Bosskampf ist, deswegen wollte ich den noch zeigen. Also aber kurz davor, ich habe eine neue Gegnergruppe hier getroffen, die ihr nicht gesehen habt bisher. Wo sind die? Okay, da fehlen mir noch 37, 38. Ich habe Minotaurus, haben wir ja schon, Helgigas, Erdelementar, Alp. Und Cockatrees habe ich gefunden. Das gibt's auch in dieser Gegend, also wo der Monster ist. So, so, und so, und so. Und die anderen, die dazwischen sind, habe ich bisher nicht einmal getroffen. Ich weiß nicht wieso. Naja. Naja, wir haben dann wenigstens alles. Level 29 alle. Ich werde mich mal kurz heilen mit ihr. Mit Heilra. Und ich werde jetzt den Boss, Bossfight jetzt sehr schnell erledigen, ohne mich zu heilen, also ohne MP.
Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und Fäulnis wird die Erde überziehen. Schön, dass du uns auch das Gleiche erzählst wie die ganzen anderen. Euer Handeln ist sinnlos. Wehrt euch nicht gegen eine Kraft, die ihr nicht einschätzen zu wisst. Lasst mich euch führen in das Reich der Untoten. Nein? Ich will mal was sehen, ob das bei ihm klappt. Untotenmagie? Ja, es funktioniert bei ihm. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich sag einfach mal dazu nichts. Sternrubin erhalten. Okay. Wo kommen wir hier raus? Eine Steinplatte, sie strahlt eine böse Aura raus. Und was sagt das jetzt mir? Anscheinend nichts. Aber naja, diesmal ist der Part wirklich zu Ende und wir sehen uns das nächste Mal bei der Höhle, wo der komische Riese war.